So, also, ich bin L3D. Ich bin einer der Gründer vom C3VOG. Wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, an diversen Chaos-Veranstaltungen, Geek-Ends, Freifunktreffen oder Chaos-Treffs aufzuschlagen, um Waffeln zu machen. Leider können wir euch hier auf dem Easter Hack nicht mit Waffen beglücken, weil die Easter Hack-Orga sich vor Waffeln gefürchtet hat. Obwohl wir mit Waffelgewalt versucht haben, das durchzusetzen, ist leider fehlgeschlagen. Dafür können wir euch versprechen, auf der Gulasch-Programmiernacht wird das C3VOG vertreten sein und es wird Waffeln geben. Ihr findet uns im Internet unter c3vog.de, also mit W, nicht dieses andere, mit V. Das sind andere Leute, keine Ahnung, was die machen. Und auch im IRC unter Hackint im Kanal Raute C6. Genau. Wir machen Waffeln. Schaut doch mal vorbei. Gut, das war dann nicht ganz das 5 Minuten, die 5 Minuten-Marke. Okay, dann. Funktioniert das Mikrofon? Wahrscheinlich. Schon, hoffe ich mal. Sonst nehme ich kurz das andere, weil ich mich nicht höre. Also, als nächstes haben wir TIB AV Portal minus Gitter. Ja, okay. Und brauchst du hier Beamer? Okay, dann hier ein Mikrofon und viel Spaß. Dankeschön. Kurze Korrektur, es ist das TIB AV Portal, also alles schon auf Deutsch. Ich arbeite dort, aber ich habe das jetzt spontan gemacht, also ich bin nicht im Auftrag oder so hier. Fragt euch vielleicht, was ist die TIB überhaupt? Es ist ja kurz gesagt die Technische Informationsbibliothek. Wir sind Teil der Leibniz-Gemeinschaft, also für Wissenschaftsorganisationen in Deutschland. Wir sind in Hannover, im schönen Hannover, und wir sind die deutsche zentrale Fachbibliothek für eine Reihe von technischen Fächern eben. Und wir bedienen damit den Literaturbedarf von Wissenschaftlern, Forschern, aber natürlich auch der Wirtschaft. So, und das AV-Portal ist jetzt ein ja, Multimedia-Teil der Bibliothek sozusagen. Wie ihr seht, sind noch ein paar andere Fächer davon Sammlungsrelevanz, nicht nur die Kernfächer. Und ja, Relevanz, denke ich mal, hat es für diesen Kulturkreis hier gewonnen, Anfang diesen Jahres, als wir nämlich angefangen haben, die Media CCC Videos zu archivieren. Vom Kongress hier, vom 34. Die sind jetzt schon online, aber auch alle anderen Arten von ja, technischen Konferenzen sind davon Relevanz. Also EuroPython ist, glaube ich, im Archiv schon, alles Mögliche. Erstmal natürlich sowieso möchten wir uns bedanken, möchte ich mich bedanken beim VOG, das uns dabei sehr unterstützt hat. Und jetzt möchte ich kurz auf ein paar Features eingehen, die vielleicht für Studenten hier gerade ganz besonders relevant sind. Erstens, jedes Video wird mit einer DOI versehen. Das ist ein Digital Object Identifier, der eben so in Wissenschaftskreisen dafür benutzt wird, um Zitate auch über lange bibliothekarisch relevante Zeiträume stabil zu halten. Also ein bisschen outgesourcedes URL-Redirection, kann man, glaube ich, sagen. Sodass selbst wenn zum Beispiel mal ein Verlag irgendwann pleite geht, trotzdem noch seine Artikel gefunden werden können im Internet, weil dann sie umgezogen werden und die alten URLs trotzdem noch funktionieren. Wir benutzen auch, wie ihr seht, so Media Fragments, das heißt, man kann, wie man da unten auch schon sieht, so einzelne Abschnitte eines Videos zitieren. Vielleicht auch ganz praktisch, insbesondere bei längeren Vorträgen. Wir haben eine ganz nette Folienvorschau, also schön optimiert für eben so Vortragsvideos, bei denen vor allem Folien im Vordergrund stehen und weniger jetzt irgendwie ein Shot von der Person, die halt rumrennt.
Ein paar technische Details, dafür eignet sich ja diese sogenannte Shot Boundary Detection ganz gut. Zusätzlich werden aber auch so Entitäten oder eben bibliothekarisch relevante Sachen extrahiert aus dem Video. Ist alles noch ein bisschen Beta, so muss ich gleich dazu sagen, aber es wird zum Beispiel aus den Folien der Text extrahiert oder eben aus der Sprache. Es werden auch visuelle Konzepte versucht zu detektieren. Und das geht dann alles über in so eine Liste von Schlagwörtern aus der gemeinsamen Normdatei, also aus dem Bibliothekswesen ist das vielleicht bekannt, also Konzepte, Personen, Institutionen, alle möglichen Dinge haben eben einen festgelegten Begriff, der lässt sich auch übersetzen und dann kann man das schön durchsuchen. Gucken wir uns mal an. So, hier ist das Portal, das sind auch die 34 C3 Videos. So, ich meine, hier ist der DOI-Link, wenn man den mal braucht. Und ja, hier wie eben gezeigt, live diese Folien, direkt zu den Folien springen und dann eben auch die Folien direkt zitieren können. Und was hier am Rand weiter scrollt, sind eben genau diese erkannten Entitäten. Ich glaube, wer den Vortrag gesehen hat den Security Nightmares, der wird ein paar davon wiedererkennen. Aber wie gesagt, ist Beta, noch nicht alles wird wiedererkennbar sein. Okay, das war es eigentlich, glaube ich, von mir. Abschließend möchte ich nur sagen, das TIB-AV-Portal ist dazu da, wissenschaftlich relevante Videos zu archivieren, nutzbar zu machen. Also guckt euch mal an. Dankeschön. Okay, cool. Dann haben wir noch weitere Talker für Lightning Talks. Bis jetzt hat sich noch keiner getraut, hier einzutragen. Vielleicht hat jemand spontan Lust, einen Lightning Talk noch zu halten. Unser netter Videomischer, oder? Ein Add-on für den Firefox, damit kann man die Datenverarbeitung durch Drittanbieter, durch die Mitlauschen sozusagen vermeiden. Interessiert das euch? Dann hole ich meinen Laptop. Okay, super, dann haben wir einen weiteren Lightning Talk. Vielleicht wollt ihr kurz die Zeit nutzen und überlegen, ob ihr noch irgendein Thema habt, wo ihr denkt, das könnte ich jetzt mal kurz noch in die Welt setzen oder sowas. Oder ich kenne jemand, der ein Lightning Talk Thema hat, der hier auf dem Easter Hack ist, der das in die Welt setzen könnte. Ansonsten können wir kurz warten. Haben wir irgendjemand, der die Jeopardy-Musik zum Warten spielen kann? Oh, da kommt noch jemand rein. Hast du Lust, einen Lightning Talk zu halten? Ja, deswegen bin ich ja hier. Ja, das ist doch perfekt. Dann haben wir jemand, der in die Pause, die der andere Mensch gerade braucht, um seinen Laptop zu holen, einen Lightning Talk halten kann. Servus. Hallo zusammen. Muss kurz was vorbereiten. Mein Name ist Michael Schommer, ich komme aus Stuttgart und wer von euch kommt aus, sagen wir mal so, Süddeutschland? Okay, wer von euch kommt aus weniger als 100 Kilometer weg von Stuttgart? 120, 130, okay, ich bin hier, um einen kurzen, knackigen Lightning Talk zu halten. Weil wir nämlich, ich komme vom NoSpy e.V. aus Stuttgart, ihr erkennt uns an unserem wunderschönen Logo, dieses da, das ich mal kurz hier mal improvisiere.
Und wir machen einmal im Jahr eine Konferenz, nicht so schön wie hier, auch nicht so hackig und so nerdig und so. Bei uns geht es um Überwachung und Facebook und Cambridge Analytica und Tor und alles, was man halt so braucht. Und die No-Spy-Konferenz dieses Jahr ist an dem Wochenende vom, ich glaube, 17. und 18. 6.2018 in Stuttgart. Und ihr seid alle herzlich eingeladen. Wir machen kein großes CFP, kein Call for Paper und Einreichen und so weiter. Wir haben zwar einige Talks, die wir vorab vorbereiten und vorab Speaker einladen, aber zwei Drittel etwa der Konferenz ist Lightning Talk bzw. Barcamp-mäßig. Das heißt, ihr könnt eure Themen direkt zur Konferenz mitbringen und müsst nichts vorher einreichen. Ihr erreicht uns unter... Ja, Peter? Also Sonntag und Montag? Nee, dann ist es 16. 17. Das ist das Wochenende. 16. 17. Und ihr erreicht uns unter https://nospy.org. Noch irgendwelche Fragen? 20 Euro, aber inklusive Verpflegung. So ganz Barcamp-mäßig, weil da kommen wir her. Okay, noch Fragen? Gut, wer jetzt nochmal kommt aus der Umgebung, 100 Kilometer um Stuttgart? Ah, alles klar, okay. Dann sehen wir uns im Juni. Bis dann. Dankeschön. Cool, vielen Dank. So, hier haben wir gerade noch Probleme mit dem Beamer. Ich kann da nur die Grundlage erklären. Also, das Add-on ist für einen Firefox-Browser. Ihr wisst alle, wie das Web grundsätzlich funktioniert. Ihr habt hier euren Firefox und surft zu einer Webseite A, zum Server A. Und der antwortet mit einer HTML-Seite. Da steht drin, was euer Browser alles machen soll. Von welchen Servern er Inhalte holt, zum Beispiel Texte und Bilder. Du hast eine Frage? Vom Plugin, das Ding heißt U-Matrix. Ich sag's gleich nochmal. So, also hier ist, schickt der Server A eine Einkaufsliste.
So, und wenn alles gut ist, wenn ihr zum Beispiel zu eurer Bank surft, dann hat da gefälligst nur Zeug drin zu stehen. Also da stehen nur Aufträge drin, was der Browser alles besorgen soll vom Server A. Bilder, Stylesheets, JavaScript. Wenn es nicht so gut läuft, dann steht da nicht nur drin, hol Zeug vom Server A, sondern hol auch ein Bild von B und von C. Was macht der Browser jetzt? Der schickt also eine Anfrage an Server B, um ein Bild zu holen, und kriegt von da das Bild zurück und schickt eine Anfrage an Server C. So, und diese anderen Server, die können von anderen Anbietern sein, zum Beispiel Google oder Facebook, und die kriegen das halt alles mit. Das ist doof, das will ich nicht. Ich möchte, dass wenn ich zu Server A surfe, dass in der Voreinstellung der Browser den von dem Einkaufszettel nur abarbeitet, was auch Richtung Server A geht. Und genau das macht U-Matrix. Leider ist die Voreinstellung nicht optimal. Der holt Bilder auch erstmal von B oder C und Stylesheets auch. Nur JavaScript, da unterlässt er das. Das heißt, man muss erstmal in die Voreinstellung reingehen und diese beiden Voreinstellungen rauslöschen, Bilder auch nicht freigeben und auch keine Stylesheets. Und dann ist das Ding gut. Dann kann man irgendwo hin surfen im Internet zu einem Server X und man bekommt nur Ressourcen geladen vom Browser, die auch vom Server X stammen. Das heißt insbesondere nicht, dass Anfragen Richtung Google Analytics gehen oder Richtung Facebook, um diesen kleinen Like-Knopf anzuzeigen oder alles Mögliche. Und das Ding heißt U-Matrix, ich schreibe es mal kurz auf. Ich denke, das U soll Micro heißen, aber ist ja auch Wurst. Ich hätte gern gezeigt, wie man das Ding installiert und wie man die Voreinstellung massiert, damit es gut ist. Was man damit auch anstellen kann, also es heißt Matrix, weil man angezeigt bekommt auf dem Bildschirm, wenn man den entsprechenden Knopf drückt, den sieht man dann schon, wenn es erstmal installiert ist. Da sind die Ressourcenarten, also zum Beispiel Bilder, Stylesheets, CSS, JavaScript, und die Zeilen sind die Server, also da steht sowas wie A, B und C. Und in der Voreinstellung hat gefälligst nur bei A das hier grün zu sein, die Zeile, und der Rest ist rot. Das hat er gar nicht erst gefragt. Die haben das gar nicht mitgekriegt, dass wir da hingesurft sind. Und dann kann man hier, wenn man möchte, zeilenweise Dinge freigeben oder spaltenweise. Zum Beispiel, wenn man zu Wikia surft, das ist ein Wiki-Hoster, ein Media-Wiki-Hoster. Neulich war ich auf der Seite, wo es darum ging, wie heißt das, so eine Art Regel für Konferenzen wie unsere, die Satzung sozusagen für eine Konferenz. Dafür gibt es ein extra Wiki, wo Leute das mal beschrieben haben, wie man eine ordentliche Satzung macht für eine Konferenz. Die wollte ich sehen, und was kriege ich angezeigt? Ja, something interfered with the loading of this website. Wiki hat mir das nicht erlaubt anzugucken, weil ich so eine Art Adblocker in Betrieb habe. Was macht man da? Man geht in die Spalte JavaScript und klickt auf die rote Unterseite. Ich glaube, ich bin nicht mehr auf dem Stream. Jedenfalls höre ich mich nicht mehr, aber ihr hört mich ja noch gut. Whatever. Und sagt einfach keine Skripts ausführen und sagt nochmal neu laden die Webseite. Und zack, kann man den Inhalt sehen von der Webseite. Dann funktioniert es. Da hat man sozusagen den Adblocker, den Adblocker-Blocker, den Wikia da eingeschaltet hat, hat man selber wieder geblockt. Von daher kann ich das Ding nur empfehlen. Und ich werde mal irgendwo gucken, ob ich einen Platz finde, wo ich die Installationsanleitung hinstelle. Es gibt auch ein englisches Tutorial im Netz, weil man danach sucht. Tutorial U-Matrix. Ein deutsches gibt es leider nicht. Ich hoffe, es nützt euch. Das war dein Timer, genau 5 Minuten. Okay, das sieht faszinierend aus. Gibt es denn noch jemanden, der einen Lightning Talk hat, den er jetzt hier vortragen möchte? Super, wir haben noch 2 Leute. Dann dürft ihr jetzt kämpferisch oder anderweitig auseinander... Okay, wir haben jemanden, der zuerst rankommt. Dann bitteschön.
Und zwar nur ganz kurz, weil vorhin das Wort CFP gefallen ist. Der Call for Participation für die Privacy Week 2018 in Wien ist offen. cfp.privacyweek.at. Wir freuen uns über eure Einreichungen. Dankeschön. Das war kurz. Gut, aber wir haben noch jemanden. Bitte schön. Servus. Also ich habe vor 5 Minuten gesagt, ich kriege hier den Lightning's Talk und jemand könnte noch mal Lightning's Talk über das hier halten, was ich in der Hand habe. Deswegen mache ich das jetzt einfach. Ich gebe das mal rum. Das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen. Das kannst du mir wieder geben. Das gehört so halb dazu. Das ist das Ding, was wir im Lötkurs da hinten anbieten. Das nennt sich Nippelklammer. Warum heißt das so? Jeder kennt ein Byte. Das sind 8 Bit. Und ein Byte ist übersetzt ein Bissen. Und ein halbes Byte sind 4 Bit. Und es ist ein Nippel, also ein kleiner Bissen. Das ist auch auf Wikipedia so dokumentiert. Das heißt Nippelklammer deswegen, weil da 4 LEDs im Original drauf sind, weil unser Space, das ist die Binary Kitchen aus Regensburg, vor einem Jahr 4 Jahre alt geworden ist und wir einfach den Mitgliedern, die da beim Geburtstag da waren, sagen wollten, hier, wollt ihr ein bisschen löten, da könnt ihr hier so eine Wäscheklammer nehmen und ein paar blinke LEDs dran und das mit uns rumtragen. Und dann hat einer gesagt, naja gut, jetzt ist doch hier Kongress, nehmt es mal mit zum Kongress, vielleicht würde sich irgendjemand für interessieren, mal hier sowas zusammen zu löten. Und dann haben wir so einen Sack LEDs gekauft, so eine LED, da ist innen drin 3 farbige LEDs, eine rote, grüne, blaue. Und ein kleiner Microcontroller, der dafür sorgt, dass wenn du so ungefähr 3 Volt anlegst, das Ding halt zu blinken anfängt. Kostet 1,2 Cent, 1,8 Cent, je nachdem wie viele tausend man kauft. Dauert aber so 6 bis 8 Wochen, bis die halt da sind aus China. Gut, da hat man schon mal diese Dinger. Dann braucht man noch Strom, da kann man ein paar Batterien zu kaufen. Also kleine Kopfzellen, das ist jetzt ökologisch vielleicht nicht das Beste, aber es ist sehr günstig, um die Dinger anzutreiben. Und dann braucht man eine Wäscheklammer, das ist das teuerste an diesem ganzen Ding. Also Wäscheklammern kosten dann schon mal so 10 Cent oder so. Und die sind auch von produktionstechnischer Qualität, die man in so Wäscheklammern stellt, eigentlich relativ schlecht. Weil wenn man die ausmisst, dann sind die immer 2 mm größer als die vorherige Wäscheklammer. Und wenn man die Wäscheklammern auseinander nimmt und wieder zusammenbaut, aus verschiedenen Wäscheklammern passen die nicht. Also das ist sehr interessant, da kann die Hersteller noch ein bisschen was von der Halbleiterindustrie lernen, wie man billig genau Dinge herstellt. Wie auch immer, man kann die jetzt kombinieren und dann blinken die. Und dann haben wir halt zum Kongress immer gefahren, haben 3 Lötstationen mitgenommen und 2000 LEDs und ebenso viele Batterien und Wäscheklammern und habe die so da hingelegt und so, ja, jetzt kann jemand kommen. Da kam eine riesige Traube von Menschen, haben sich da vorgestellt und haben angefangen zu löten. Und andere mussten sehr lange warten. Dann haben benachbarte Spaces, die auch in der Nähe saßen, gesagt, okay, hier habt ihr nochmal 15 Lötstationen, die haben wir zufällig dabei, baut die auch mal auf. Dann haben wir die aufgebaut, das hat aber nichts geholfen, sodass nach einem Tag alle 2000 LEDs weg waren und wir mussten den Workshop wieder schließen. Dann haben wir auf Twitter geschrieben hier, ja, hier laufen so viele Leute rum mit so blinkenden Wäscheklammern und die fragen auch wieder nach, was können wir da machen? Hat jemand noch zufälligerweise LEDs? Ein paar Minuten später kam jemand vorbei mit einer großen Tüte LEDs, hat gesagt, naja, die blinken jetzt vielleicht nicht ganz so schnell und die sehen ein bisschen anders aus, aber könnt ihr haben. Gut, hat man wieder LEDs. Ein paar Stunden später wandern aber die Wäscheklammern aus. Gleiches Spiel nochmal. Am Kongress campen viele. Die haben in ihren Campingwägen auch Wäscheklammern drin und in der Nähe gibt es auch diesen irgend so ein Baumarkt oder sowas, wo man dann halt da Wäscheklammern kaufen kann. Das kriegt man doch ganz gut. Hat dann auch ganz funktioniert. Dann war die Batterien leer, ein paar Stunden später. Dann haben wir tatsächlich noch jemanden gefunden, der 900 Batterien dabei hatte. Wir haben nicht gefragt, warum. Batteriehalter hat ja keine mehr, aber Batteriehalter kann man auch mit Klebeband ersetzen. Also das geht schon. So, dass man also mindestens 3 Tage lang diese Klammern da anbieten konnten zum Zusammenlöten. Und die Vorteile von dem ganzen Zeugs ist halt, das ist super einfach zu verstehen und Leute, die auch selber noch nicht löten können und auch gar nicht wissen, dass sie gerade einen Lötkurs machen, machen das, weil sie erstmal ein Loch bohren müssen, dann eine LED durchstecken und dann mal mit einem Heißkleber ein bisschen was machen und dann plötzlich was löten müssen und dann löten sie kurz was und dann haben sie das auch schon mal gemacht. Also kann man ganz gut machen. Steht auf GitHub, das Binary Kitchen Soldering Tutorial oder sowas, haben wir halt hingeschrieben, hier kann jeder anbieten, kann auch sharen. Ein paar Tage später oder ein paar Wochen später waren irgendwie in Chemnitz, war das glaube ich, Linux-Tage oder so, Kumpel von uns dahin ist und hat gesehen, dass jemand anderes in Workshops bereits kopiert hatte und auch da sehr erfolgreich angeboten hat und jetzt haben wir halt hier auch nochmal ein paar Sachen mitgebracht. Und wer will, kann zur Löt-Area gehen und sich selber noch so eine Nippelklammer zusammenlöten und dann blinkt es. Die halten so eine Woche,
sind aber nur noch einige hundert LEDs da und ich kann nicht voraussagen, wie lange das jetzt noch reicht. Genau, das war's schon. Super, vielen Dank. Gut, haben wir noch weitere Menschen, die einen Lightning Talk halten möchten? Okay, sieht nicht so aus. Dann vielen Dank, dass ihr alle da wart und vielen Dank vor allem an die Speaker, die eben ihr Wissen geteilt haben oder Werbung gemacht haben oder was auch immer. Und dann noch einen schönen weiteren Easter Hack an euch. Vielen Dank.